Hallo Leute, euer Blessed hier, zurück mit Alexios bei Assassin's Creed Odyssey. Und ihr seht schon auf der Map oder könnt erahnen, wo es in dieser Folge weitergeht. Und zwar habe ich schon unseren ersten Gegner dieser Folge markiert. Das ist Talos die Steinfaust. Den werden wir jetzt mal versuchen zu bezwingen als allererstes und dann eben mit der Hauptquest weitermachen hier, der große Bruch. Und ja, lasst uns einfach direkt mal starten. Der ist nicht weit entfernt und dann versuchen wir unser Glück mal. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Und dann werden wir natürlich auch ein Schiff besorgen. Da ist er schon. Das war knapp. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Aber wir haben es geschafft. Wir haben wieder eine neue Quest bekommen dadurch. Oh, aber seht ihr, Level 25 als empfohlene Stufe. Das ist etwas zu hoch. Wir begnügen uns mal noch mit Quests unserer Stufe. Der große Bruch. Eine kleine Odyssee. Sollten wir vielleicht die doch als erstes machen? Hm. Ach, das war die, das war das Mädchen, was wir in der letzten Folge befreit haben. Das könnten wir natürlich auch tun. Ich glaube, ich werde es mal so rumprobieren. Erstmal die Quest auf dem anderen Inselteil und dann hier das Boot suchen. Ich hoffe doch, dass noch irgendwo dieses kleine Boot liegt, was wir zuvor hatten. Es könnte das da vorne sein. Ich denke, so rum ist das ein guter Plan, weil ich das letzte Mal die Quest ja ausgespart hatte, um erst die Belohnung zu holen. Werden wir jetzt der Kleinen da helfen. Ich muss mich verdeckt halten. Oh. Da wollte ich nicht hoch. So, schauen wir mal. Ah,
bisschen Holz. Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man alleine unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Aber natürlich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Alexios. Ich bin Odessa. Benannt nach dem großen Odysseus. Was genau willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat, der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. So, so. Dann sollten wir jetzt los. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Gut, ich denke mal, das ist kein Problem, weil wir hier eh schon alle platt gemacht haben, wie ihr seht. Oh, ein bisschen Blut. So, wo bleibt sie denn jetzt? Geld fürs Warten kassiert. Da ist sie ja endlich. Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Tja, jetzt können wir sogar mit ihr flirten, um Gottes Willen. Ja. Ich will mal eher eine diplomatische Antwort. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist der Erste, der mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich! Jetzt war sie zum Schluss war etwas beleidigt, aber wir haben trotzdem unser Geld bekommen und können jetzt wieder auf die andere Seite zurück.
können dann endlich mal auf ein richtiges Boot umsteigen. Wobei das hier nicht das ist, mit dem wir auf die andere Seite gefahren sind, glaube ich mal. Aber ist ja auch egal. Zur Not hätten wir auch schwimmen können, das geht auch. Der Weg ist ja nicht so weit. So, jetzt können wir mit dem Schiffsbauer sprechen. Ja, das wird vermutlich dann unser Schiff werden. Schauen wir mal. Ein schönes Schiff, Telemenes. Alexios! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Na dann. Wie viel verlangst du, um dich von ihr zu trennen? Da brauche ich schon mindestens 100.000. 100.000? Wer hat so viel? Jemand, der es ernst meint, ein Schiff zu kaufen. Glaubst du, diese Handwerkskunst gibt es umsonst? Was, wenn ich dir Obsidian im Tausch anbieten würde? Ich würde sagen, ich brauche trotzdem 100.000 Drachmen. Und selbst wenn ich deinen Obsidian nehme, dieses Schiff braucht eine ganze Armee als Mannschaft. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer wen, der eine Pechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Das scheint ein Gerücht zu sein, aber eigentlich wissen wir das ja schon. Malaka, wie soll mir das helfen? Dieses Monster hält Kefalin ja schon lange genug im Würgegriff. Ich dachte mir, wenn uns jemand von seinem Gestank befreien kann, dann du. Telemenes, was hat das mit meiner Suche nach einem Boot zu tun? Ich habe auch gehört, dass das Schiff des Zyklopen in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig, das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. So, so. Sollen wir also auch noch das Schiff vom Zyklopen klauen? Der Zyklop ist nach Kefalenia zurückgekehrt. Gerüchten zufolge hat er im Zentrum der Pronoi-Halbinsel angelegt. Hier unten, Pronoi-Halbinsel. Ah, das ist der Teil, der noch nicht erkundet ist. Okay, gar kein Problem. Dann werden wir uns mal da auf den Weg machen. Genau, als Anhaltspunkt denke ich mal, das hier wird die Bucht sein. Und ja, dann. So, genau. Gute Nacht, Helios. Werden wir uns mal auf den Weg machen. Wobei, ich kann ja auch mit dem kleinen Boot hier fahren. Lass mal sehen. Nein, ich glaube, ich gehe zu Fuß und nehme hier noch ein bisschen Belohnung mit. Ein bisschen was rum, sehr gut. Das nehmen.
nehmen wir doch natürlich gerne mit. Und wer braucht schon Treppen? Alexios anscheinend nicht. Wunderbar, wieder einen Ort abgeschlossen. Und als Söldner kann man natürlich jede Münze gebrauchen, die man findet. Kleiner Spurt am Abend. Gar kein Problem für unseren Superathlet hier. Oh, hier liegt noch was rum. Ah, das war von der allerersten Folge, glaube ich, oder der zweiten. Ja, die zweite Folge war das. Habe ich alles nicht eingesammelt. Auch das sehr gut, wunderbar. Ein Wolf. Bringt auch wieder Fell. Sehr gut. Es läuft auf jeden Fall. Wir sind gleich da. Genau, Kleptos Bucht. Der Zyklop. Den nehme ich mir vor. So, dann wollen wir mal sehen. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Hier können wir schon mal jemanden befreien. Ich danke dir. Es war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. So, da vorne ist der Zyklop. Oh ja. Jetzt geht's auch schon los. Ich hoffe, wir schaffen es im ersten Durchgang. Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es!
Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen. Hat der Zyklop gesagt? Hat er deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Wow. Dann hau es dir. Nein. Ich hätte doch erst weggehen sollen. Also nochmal. Ach nee. Das Gebiet wird gut bewacht. So weit weg noch. Der Zyklop. Den nehme ich mir vor. So, die Frage ist, können wir jetzt nochmal speichern? Ja. Mich wäre auch so.
Es war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. In Deckung! So, die ersten beiden hätten wir mal. Jetzt kommt noch, vielleicht kann ich noch den einen oder anderen zwingen. Nein. Ja, hier geht's schon los. Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welchen Unterschied machen? Ich überspringe mal die Szene und fange direkt an. Ich verliere nie! Besser. Puh. Jetzt muss ich mal wieder alles einsammeln. Der Zyklop ist bezwungen. Wunderbar. Jetzt wollen wir noch den Schiffsführer befreien. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Bei Zeus, diese kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Sehr gut, wir werden jetzt mal dem Schiffsführer folgen und hoffen, dass er uns ein Boot anbieten kann. Das alles sehen wir dann aber natürlich in der nächsten Folge. Es ist schon wieder Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Gute, macht's gut. Euer Placid.